Hallo meine Lieben, heute gibt es ein ganz besonderes Video, denn heute ist Black Friday und heute gibt es, wie letztes Jahr und schon davor auch, glaube ich, die Blackboxen von DM. Das sind ja fünf Boxen, die jeweils von YouTuber oder Bloggerinnen quasi gefüllt wurden und die es nur bei DM gibt und auch nur heute. Und im letzten Jahr kosteten die 5 Euro, dieses Jahr 7 Euro. Und dadurch, dass es mir heute leider nicht so gut geht, habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet, dass ich die bekomme. Aber mein Freund ist für mich nach DM gegangen und hat mir die Boxen gekauft. Was ein toller Kerl. Ja, und auf jeden Fall würde ich jetzt gerne die Boxen mit euch zusammen aufmachen. Ich bin schon wirklich sehr gespannt. Ich habe mich überhaupt nicht informiert, was drin ist und was drin sein könnte. Und ich muss auch sagen, ich kenne gar nicht alle, aber bevor wir lang reden, wir machen einfach los, wir fangen einfach an und bleibt auf jeden Fall dran. So, starten wir mit dieser Box. Also die sehen alle ähnlich aus. Hier vorne ist das Titelbild sozusagen von der Person mit dem Namen. Und hier an der Seite ist immer noch ein Spruch. Tanz im Regen und stell dir vor, es sei Konfetti. Das ist die Box von der Anna Johnson. Die kennen, glaube ich, auch sehr viele. Okay, ich versuche blind reinzugreifen. Also erstmal hier die Karte, Anna. Hey Liebes, schön, dass du dich für meine Box entschieden hast. Ich hoffe, dir gefallen meine fünf ausgewählten Produkte genauso gut wie mir. Shoppen und spenden in einem Wort. Wie toll ist das denn? Fühl dich gedrückt und geküsst, Anna. Ja, sehr schön geschrieben. So, ich greife jetzt einfach blind rein. So, als erstes haben wir hier von Gliss-Kur ein verführerisch Shampoo lang, ich nehme an für lang, genau. Langes geschädigtes Haar und fettiger Ansatz. Riecht sehr gut. Ja, habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ja, Shampoo kann man wie sowieso immer gebrauchen. Dann als nächstes von La Vera eine Maske, eine hautklärende Maske, porentiefe Reinigung. Habe ich auch noch nie benutzt. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, sonst das Video einfach zu lang. Dann haben wir hier von Nivea ein Dry Active Deo. Neu. Auch sehr gut. Kann man auch immer gebrauchen. Das fühlt sich an wie Abschminktücher. Ja. Von BB 5 in 1 sanfte Micellentücher. Für alle Hauttypen muss ich gucken, ob ich die vertrage. Ansonsten werden die verschenkt. Und das letzte Produkt finde ich nicht. Ach hier. Oh, sehr cool. Ein Lipstick von NYX in der Farbe Stockholm. Sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Genau. Und so sieht die Box dann von innen aus. Die ist hier ein bisschen gefüttert mit diesen kleinen Pads hier. So, fangen wir an. Und zwar, hier stehen dann auch die Preise drin. Also der Lipstick kostet 6,85 Euro. Das Shampoo kostet 2,35 Euro. Die Micellenreinigungstücher kosten 1,95 Euro. Die Maske kostet 1,45 Euro. Und das Deo kostet 1,75 Euro. Zusammen sind wir dann bei, das steht hier eigentlich auch immer irgendwo. Ich habe es letztes Jahr auch nicht gefunden. Ihr könnt übrigens mal gucken. Letztes Jahr habe ich das auch schon gemacht. Könnt ihr mal in meinen Videos gucken. Nee, finde ich nicht. Vielleicht finde ich es bei den anderen Boxen. So, machen wir direkt weiter. Das ist eine wirklich sehr leichte Box. Und zwar von der Sarah Harrison. Heißt sie, glaube ich, ne? Genau, Sarah Harrison. Ja, ihr Spruch ist, It's all about you. Dann schauen wir mal, was All About Us ist. Genau. Und zwar die Karte sieht erstmal so aus. Hallo meine Liebe, ich habe euch meine Lieblingsprodukte in diese Box gepackt und hoffe, dass ihr euch darüber freut. Gemeinsam helfen wir damit auch noch dieser schönen Aktion. Yeah, Love, Sarah. Okay, starten wir mit dem ersten. Ach so, hier ist erstmal von ihr, sie hat glaube ich so ein Trainingsprogramm. Trainiere 4 Wochen gratis Gutschein. Das ist natürlich nochmal sehr cool. So, eine Maske auch, eine Totes-Meer-Maske, Anti-Hautstress. Das klingt doch schon mal gut. Für sehr trockene, problematische Haut. Ich habe auch momentan so trockene Haut, Leute. Das ist sehr gut. Dann, ach Gott, wie süß. Dann haben wir hier von Wahre Schätze, Honigschätze. Ja,
Für strapaziertes und brüchiges Haar eine Tiefenpflege zum Ausspülen. Dann ein Nagellack von Trended Up, ein rosafarbener Nagellack in der Farbe 030. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift, auch von Trended Up in dieser Farbe. Ja, sieht echt gut aus. Das ist die Farbe Matt 473. Und das letzte Produkt. Wenn ich gucke, sieht man das gar nicht so richtig. Ach, wie geil. Ein Invisible Bobble. Invisibobble, so. Invisibobble. Hier so ein Haargummi in durchsichtig. In, ja, durchsichtig, in transparent. Sehr schön. Schöne Produkte. Fangen wir an. Der Nagellack kostet 2,25 Euro. Der Lippenstift kostet, fällt mir fast hin, 2,25 Euro. Dann die Hautstressmaske, 2,95 Euro. Die Invisibobble Haargummi kostet 3,95 Euro. Und die wahre Schätze Kur kostet 95 Cent. Okay, hier sehe ich schon wieder nicht den Gesamtpreis, aber gut, kann man sich ja auch zusammenrechnen. Dann fangen wir jetzt mit ihr an, und zwar ist das Barbara. Ich muss sagen, die kenne ich jetzt gar nicht, aber das heißt ja nichts, ne? Erstmal hier die Karte, Barbara. Hey Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinen ausgewählten Lieblingsprodukten. Freue mich, dass wir damit auch noch eine gute Aktion unterstützen. Ich hoffe, dass meine Auswahl... Ich hoffe, meine Auswahl gefällt euch. Bis bald auf YouTube, Barbara. Okay, als erstes haben wir hier von Haar... Nee, wie heißen sie? Langhaarmädchen, genau. Haarspray extra stark. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt einige Sachen schon von denen gehabt und ich fand die jetzt nicht so gut. Aber wir testen mal. Dann haben wir hier ein Duschgel. Daran bin ich auch schon tausendmal vorbeigegangen. In der Geruchsrichtung weiße Pfirsich und Nektarine. Oh, die riecht aber sehr erfrischend. Geil. Ja, sehr gut. Dann ist als nächstes drin eine Aktivkohle Multimasking. Ist ja so eine Maske, wo ihr die unterschiedlich anbringt, also die unterschiedlichen Masken sozusagen. 2 in 1 beugt Unreinheiten vor, das ist gut. Noch ein Nagellack. Das ist der hier in der Farbe 290. Wo ist das letzte? Hier. Auch ein Lipstick von Alverde. Ein Matt-Lipstick in dieser Farbe hier. Sieht ähnlich aus wie den wir eben hatten. Steht hier eine Farbe drauf. 80 Tender Taube. Okay, fangen wir an. Der Nagellack kostet 1,25 Euro. Dann das Duschgel 2,45 Euro. Dann von Alverde hier dieser Lipstick, kostet 2,95 Euro. Von Schebens die Multimasking, Aktivkohlemaske 1,25 Euro. Und das Haarspray kostet 2,45 Euro. Okay. Ach Gott, das geht hier schnell. Als nächstes haben wir die Box von Hatice. Auf die freue ich mich am meisten, muss ich sagen. Starten wir. Achso, der Spruch von ihr. Habe ich den Spruch von Barbara vorgelesen? Nee, Barbaras Spruch noch. Love, Peace and Lipsticks. Auch ein gutes Motto. Und bei Hatice steht immer schön snatchig bleiben, deine Hatti. Snatchig. Immer schön snatchig bleiben. Wo ist denn ihre Karte? Ah, hier. Ach so, das ist ihr Bild. Leute, 5 hammergeile Produkte für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und danke euch, dass ihr mit meiner Box den Giving Friday unterstützt. Eure Hatti. Das machen wir doch gerne. Und wir starten mit Catrice mit einer, ja, was ist das denn? Einer Face-Palette. Das ist schon mal gut. Ich mache die mal auf. Ups. Die sieht so aus. Die hat einen Blush auf jeden Fall dabei. Contouring. Und was ist noch mal gerade mit 8 verschiedenen? Einmal zum Konturieren, zum Draping, zum Strobing und zum individuell perfekt sein.
Also auf jeden Fall ein Blush, ein Bronzer, ein Cremer, ein Highlighter und. Also quasi so alles zum Konturieren, Highlighten und sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ach so, hier ist sogar noch so ein Blatt drei. Da steht auch genau drauf, was für was ist. Dann haben wir, oh, sehr geil. Geil, oh, darüber freue ich mich mega. Wollte ich mir eh holen. Von Ebelin, ein Highlighter-Pinsel. Geil, oh. Ups, gefällt mir. Oh, crazy. Hier haben wir von Trended Up einen Lipstick in so einer geilen Farbe. Ich glaube aber, dass der die Lippen, ach, die Zähne sehr gelb machen wird. Das ist die Farbe 038. Dann haben wir von Trended Up einen Lidschatten 022. Das ist die Farbe. Kann man wahrscheinlich schlecht erkennen. 022. Und als nächstes. Finde ich es nicht. Das letzte versteckt sich immer. Ein Eyeliner-Pen, waterproof, geil, von Trended Up. Da bin ich tatsächlich schon länger auf der Suche, vor allen Dingen nach so einem Stift. Also die Box ist echt geil. Ist die geilste bisher. Fangen wir an. Also der Eyeliner kostet 3,95. Dann die Palette von Catrice kostet 12,95. Der Trended Up Lidschatten 1,95. Der Lipstick kostet 3,75. Und der Highlighter-Pinsel kostet 5,95 €. Ich glaube, das ist mit Abstand die teuerste Palette. Teuerste Box. Und jetzt kommt die letzte Box. Ihr habt es gleich geschafft. Und zwar von Kamushka. Die kenne ich tatsächlich auch nicht. Und ihr Spruch ist: Beauty starts in your head, not in your mirror. That's right. Ach Mann, ich möchte es am liebsten den ganzen Tag machen, sowas hier öffnen, ne? Also, das ist ihre Karte. Hallo Kamuschki, schön, dass dir meine Box so gut gefällt, auf dass sie dich noch schöner macht, als du sowieso schon bist. Und das auch noch für den guten Zweck, denn das Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Das ist Karma, Babe. Liebe Grüße, Kamuschka. Das stimmt. Wieder eine Palette, diesmal von Essence, eine Lipstick-Palette, My Only One. 22 verschiedene Lippenfarben. Ich glaube, dass ich die aber auf jeden Fall verschenken werde, weil mir das zu aufwendig ist. Weil die Farbe kann ich nicht mitnehmen und dann ist das irgendwie so ein bisschen blöd. Aber trotzdem sehr gut. Dann sehr gut ein Trockenshampoo von Batiste in Cherry ist auch mein Lieblingstrockenshampoo. Das trifft sich gut. Dann haben wir hier eine Handcreme von Alverde. Granatapfel und Karité-Butter. Ja, riecht ganz gut. Sehr trockene Haut, das passt. Dann haben wir von Balea eine Lippenpflege. Pearl Vanilla. Pearly Vanilla mit Schimmereffekt. Dann haben wir einen Make-up-Blender. Das ist geil. Von Ebeline. Habe ich auch noch nicht benutzt, den von Ebeline. Und ich glaube, das war's. Genau, das war das letzte Produkt. Gehen wir eben die Preise durch. Also, das Trockenshampoo kostet 1,45 €. Der Beauty Blender kostet 9,95 €. Stimmt gar nicht, sorry. Die Palette von Essence kostet 9,95 €. Der Beauty Blender kostet 2,95 €. Die Lippenpflege kostet 75 Cent. Und die Handcreme kostet 1,95 €. So, das waren alle Boxen. Schade, es geht immer so schnell vorbei, ne? Ich war wieder so aufgeregt. Und ja, ich habe jetzt hier tausend Sachen vor mir liegen. Mein Feedback zu den Paletten. Ich knalle hier einfach hin. Mein Feedback zu den Paletten. Auf jeden Fall hat mir die Box von Hatice am besten gefallen. Ehrlich gesagt habe ich gehofft, es ist wahrscheinlich total bescheuert. Ich habe gehofft, dass irgendwas von ihrer Limited Edition da drin war. Ich gebe es ja zu, aber war leider nicht. Ich habe es aber irgendwie gehofft, weil da habe ich nämlich nichts von bekommen. Also ich finde es durchweg gut, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich letztes Jahr die Boxen mehr gefeiert habe, tatsächlich, weil irgendwie so viele geile Sachen dabei waren, die ich selber auch schon habe sozusagen. Also es wurde quasi nur mein Bestand aufgefüllt. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben drei Lipsticks.
wovon ich den, glaube ich, nicht benutze. Der ist, glaube ich, übel. Aber die beiden kann ich mir gut vorstellen. Ach nee, wir haben vier Lipsticks, sorry. Den von Alverde haben wir ja auch noch. Dann haben wir einen Lidschatten. Für die Haare haben wir vier Sachen. Einmal das Shampoo, die Kur, dann das Trockenshampoo und das Haarspray. Ah ja, für die Lippen haben wir eigentlich auch noch was. Hier die Palette und die Lippenpflege. Für die Nägel haben wir zwei Nagellacke bekommen. Beide von Trended Up. Fürs Gesicht haben wir drei Masken bekommen. Ups. Wobei mich die Totes Meermaske am meisten interessiert und diese Micellenreinigungstücher haben wir bekommen. Pinsel haben wir diesen Blender und den Highlighter-Pinsel. Zum Konturieren und zum Blush auftragen die Palette hier von Catrice. Und ja, den Eyeliner für den Körper noch das Deo und das Duschgel und hier das Haargummi. Ich wollte es nur noch mal zusammenfassen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen verschenken. Ich muss mir da noch Gedanken zu machen, aber es gibt schon ein paar Sachen, die ich mir hätte, also die ich mir sowieso gewünscht habe, sozusagen. Also die beiden finde ich sehr gut und die Maske und den Eyeliner. Das ist so das, was ich so direkt sage, was ich gebrauchen kann. Gut, und Duschgel kann man immer gebrauchen. Ja, ich labe euch jetzt nicht weiter zu. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ich muss es noch cutten. Und ja, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch eine Box, zumindest eine Box bekommen. Also mein Freund hat mir erzählt, es war ein Chaos. Es war wirklich schon um kurz vor, also Viertel nach acht. Es hat um 8:30 aufgemacht. Es war schon total viel los. Also ich hoffe, ihr habt was bekommen und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und ja, danke fürs Zusehen. Tschüss!